Moin Leute und herzlich willkommen auf Castle Nerdskull. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder einmal dabei seid und eingeschaltet habt. Heute zu einem Brettspiel-Review und ich weiß, das gab es lange nicht mehr. Ist schon ein paar Tage her. Das hat aber auch seinen Grund und der ist ganz einfach. Es haben nicht so viele neue Spiele den Weg in meine Sammlung gefunden in diesem Jahr. Das liegt natürlich zum einen daran, dass wir hatten die Covid-19-Pandemie, wo wir uns alle fast gar nicht mehr getroffen haben zum Brettspielen. Erst als wir alle durchgeimpft waren, fing das so langsam wieder an. Und da ging es zumindest mir so, dass ich dann erstmal die Spiele, die ich sowieso schon in meiner Sammlung hatte und jetzt fast ein Jahr nicht mehr auf den Tisch gebracht habe, dass ich die halt auch mal wieder auf den Tisch bringen wollte. Und zum Zweiten, ich war ja eh noch nie so derjenige Spieler, der immer wieder neu haben musste, sondern ich wollte gerne auch oder will gerne auch Spiele 4, 5, 6 Mal auf den Tisch bringen, um sie eben auch ja zu erleben und da wirklich auch an den Strategien Feintuning zu beschreiben und so weiter und so fort. Aber nichtsdestotrotz, ein Spiel hat es dieses Jahr in meine Sammlung geschafft und das ist dieses hier, Abomination Heir of Frankenstein oder Frankenstein von Plaid Head Games. Die kennt man vielleicht von Winter der Toten. 2 bis 4 Spieler, 60 bis 120 Minuten angesetzt und ist durchaus ein gehobenes Kennerspiel, möchte ich mal sagen. Und um dieses Spiel, wie gesagt, schlawenzel ich schon eine ganze Weile rum, weil ich dieses Thema halt so geil finde. Es geht, der Titel lässt es vermuten, um Frankenstein bzw. Frankensteins Monster, denn das Spiel spielt 20 Jahre nach den Geschehnissen des Buches. Das heißt, Dr. Frankenstein taucht nicht mehr auf, aber sehr wohl sein Monster. Das taucht wieder auf und zwar in Paris. Wie gesagt, 20 Jahre nach den Geschehnissen des Buches. Und das Monster schart eben ein paar Wissenschaftler um sich. Alle nicht so ganz freiwillig. Das Monster hat so mehr oder weniger viele davon gezwungen oder keine andere Wahl gelassen, als ihm zu helfen. Und das Monster möchte einfach nur ein Partner haben. Ein weiteres Monster, ein weiteres Wesen, damit es eben nicht mehr einzigartig auf dieser Welt ist. Und das ist eben die Aufgabe dieser Wissenschaftler respektive der Spieler. Denn die Spieler schlüpfen in die Rolle eines dieser Wissenschaftler und ja, sind eben in Paris unterwegs. Das Ganze ist ein relativ klassischer, im Kern ein klassischer Worker-Placer, wo man eben auf unterschiedliche Orte in Paris geht, um sich dann eben sehr morbide Leichenteile zu organisieren, damit man dann eben in seinem Labor, man hat Playerboards, das ist das Labor der Wissenschaftler, um dort eben dann ja Leichenteile zu bauen und am Ende dann mit viel Glück und der richtigen Strategie ein lebendiges weiteres Monster zu kreieren. Das Thema unglaublich morbide, und da komme ich in meinem Fazit mit Sicherheit auch noch zu. Aber ihr kennt das, bei mir laufen die Brettspielrezensionen nach dem kurzen Intro so ab, dass ich euch erstmal einen Überblick über die Regeln gebe und danach kommen wir zu meinem Fazit. So, fangen wir beim Spielaufbau an. Der ist eigentlich relativ easy. Man legt das Spielbrett in die Mitte. Man sortiert diese ganzen Karten hier auseinander. Und zwar gibt es da ganz viele Kadaverkarten. Die muss man nach den unterschiedlichen Orten sortieren. Wir haben hier den Friedhof, den Public Square, das Krankenhaus, Morgue, also die Leichenhalle. Überall Kadaverkarten muss man die Orte halt eben sortieren. Dann haben wir hier die Humanity-Karten von Saint-Roch, also die Kirche, hier oben die Research-Karten an der Akademie und hier unten die Scoundrel-Karten an den Docks. Wir haben hier unterschiedliche Ressourcen-Cubes für die unterschiedlichen Leichenteile, Muskeln, Blut, Knochen, Tierteile und Organe. Und dann haben wir hier oben noch die Pappkomponenten, Geld, Batterien, Eiswürfel, Polizeisuchmarker und die Marker, die anzeigen, ob ein Leichenteil am Leben oder beschädigt ist. Die Würfel, alles soweit, so gut. Hier unten haben wir so einen Teil, das die Bribe-and-Bump-Aktion überdeckt. Je nachdem, wenn man zu viert spielt, ist es aufgedruckt. Zu zweit oder zu dritt legt man eben diesen Marker hier drüber. Dann gibt es insgesamt 6 dieser Teils, wo man nochmal 10 zusätzliche Punkte scoren kann. Da sucht man einfach 4 raus, legt sie hier unten in. Das sind Bedingungen, die man im Laufe des Spiels erfüllen kann oder eben am Spielende. Dann muss man das Event-Deck vorbereiten. Das ist dieses hier. Da sind 12 Karten drin, weil das Deck über 12, das Spiel über 12 Runden gespielt wird. Da kommen immer 6 normale Events,
4 Encounter-Karten, also 10, die mischt man zusammen. Und dann nochmal 2 Random-Events obendrauf. Damit ist gewährleistet, dass nicht in der ersten oder zweiten Runde sofort ein Encounter stattfindet und das Monster zum Beispiel vorbeikommt. Jeder sucht sich dann, jeder Spieler bekommt eine Charakterkarte. Die sieht so aus. Es gibt 2 Wissenschaftler, die man, wo empfohlen wird, im ersten Spiel nicht unbedingt zu spielen. Das sind diese beiden hier, Baptiste Rousseau und Prisha Chatwal, oder wie auch immer man es ausspricht. Dann, je nach Spielerfarbe, bekommt man einen Wissenschaftler. Das ist hier dieser größere Miepel und 2 Assistenten. Man hat also insgesamt 3 Worker. Und man bekommt sein schickes Playerboard hier, wo man die Werte Humanity auf 0, Reputation auf 1 und Expertise auf 1 auf die Startwerte stellt. Und dann kann es schon fast losgehen. Startspieler wird bestimmt, der bekommt hier den lustigen Monster-Miepel-Marker und dann bekommt man noch Geld als Startkapital. Und dann kann es im Prinzip losgehen. Das Spiel gliedert sich in mehrere Phasen auf. Man hat hier einmal noch so ein Tableau, wo man die Rundenphasen sehen kann. Und dann hat man noch ein Tableau, wo man eben sieht, was man braucht, um ein Monsterteil herzustellen oder fertigzustellen. So, schauen wir uns mal den Rundenablauf an. Zuerst wird immer vom Startspieler ein Event gezogen. So, und da sieht man hier oben immer, in welcher Runde das stattfindet. Also diese Seite wäre jetzt hier für Runde 8 bis 12. Das heißt, man dreht die Karte um. Hier ist Runde 1 bis 7. Dann hat man immer ein bisschen Flavortext da drauf. Sollte man auch unbedingt mitnehmen, weil das macht das Spiel wirklich auf. Das ist ein sehr atmosphärisches, thematisches Spiel. Und dann hier unten den Effekt. Und nicht selten kommt es eben vor, dass Orte durch die Eventkarten beeinflusst werden. Dafür hat man diese Marker, die legt man einfach da drauf, um sich entweder daran zu erinnern, dass der Ort komplett geblockt ist oder dass dort irgendetwas passiert. Und jetzt sieht man hier, ich habe gleich was vergessen beim Spielaufbau. Es müssen natürlich hier auch Karten aufgedeckt werden. So, man hat hier einmal 3 zwielichtige Typen, die man an den Docks anheuern kann. Man hat in der Akademie 2 Aktionskarten, die man auf die Hand nehmen kann. In St. Roch hat man 2 Aktionskarten, die man auf die Hand nehmen kann. Und im Hospital hat man Leichen zur Verfügung in Höhe der Spieleranzahl. Also wenn man jetzt zu zweit spielt, deckt man 2 Leichen auf. So, erstes ist erledigt. Wir haben das Event abgehandelt. Dann kommt die sogenannte City Phase. Und da nehmen die Spieler halt abwechselnd ihre Züge, setzen also ihre Worker und lösen das Feld auf. Und die sind eigentlich relativ selbsterklärend, aber eben super thematisch. Und hier oben den Public Square, wir haben auf dem Event noch was vergessen. Hier unten ist nämlich so eine Guillotine drauf. Wenn die gezogen wird, dann gibt es auch eine Exekution und dann wird hier oben am Public Square ebenfalls eine Leiche aufgedeckt. So, ich versuche mal ein bisschen mit der Kamera hier näher ranzufahren, damit man das sieht. Also, wir haben hier einmal das Public Square Feld. Da kann man seinen Miepel hinsetzen und ihr seht das hier, dass eben beide Miepel dort erlaubt sind. Sowohl der Wissenschaftler als auch der Assistent. Und für 1 Gold darf man sich eben dort die Karte nehmen. Also bekommt diese Karte hier. Das Krankenhausfeld ist ein bisschen komplexer. Wir haben oben hier einmal das Feld, wo auch wieder beide hin dürfen. Allerdings braucht man da eine gewisse Anzahl an Reputation. Bei 0 Reputation macht das Feld noch nichts. Entschuldigung, bei 1 bis 6 Reputation macht das Feld noch nichts. 7 bis 14 und plus 15, plus 15 und ein Gold kann man sich dort eben Karten aus dem Hospital nehmen. Man kann aber auch, und das geht nur mit dem Wissenschaftler, dort arbeiten gehen. Dann bekommt man in Höhe seiner Expertise Geld, also 1 bis 6, 2 Geld und so weiter. Man kann freiwillige Arbeit dort leisten, dann bekommt man 1 Menschlichkeit und 2 Reputation. Die hält man alle hier unten auf seinem Tableau direkt ab. Und dann kann man hier oben
in das Schlachthaus gehen, auch wieder beide Worker erlaubt. Und dann bekommt man eben vier Tierteile Level 2 oder drei Teile Level 1. Man kann sich hier oben den First Player Marker nehmen. Diesen Meeple darf man am Ende der Runde, wenn alle anderen Meeple eingesetzt worden sind, nochmal setzen. Dann gehen wir hier einmal in das Leichenschauhaus. Beide Meeple sind erlaubt. Man zahlt ein Gold, deckt zwei Karten auf, handelt diese ab. In der Akademie bieten sich wieder mehrere Möglichkeiten. Der Wissenschaftler kann hier Advanced Research betreiben. Das bringt eine Expertise und eine der offenliegenden Aktionskarten, die er auf die Hand nehmen darf. Es gibt ein Handkartenlimit von 3. Die normale Research dürfen beide machen. Da gibt es eben nur eine Karte, keine Expertise. Auch hier wieder eine Vorlesung halten können beide Meeple. Die Belohnung ist unterschiedlich. Der Wissenschaftler bekommt ein Gold und zwei Reputation. Der Assistent nur ein Gold und eine Reputation. Und man kann mit dem Wissenschaftler auch noch spenden. Bis zu 3 Gold. Für jedes Gold gibt es Reputation. So, an den Docks kann man sich zwielichtige Gestalten anheuern. Hier oben sind die Goldkosten. Hier der Benefit. Man kann auch selber einen Mord begehen. Das kostet 3 Humanity und man bekommt eine Polizeimarke. Erhält dann aber hier den Benefit. Dann haben wir noch den Markt in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft kann man Knochen verkaufen, 2 Stück für ein Geld, präservierte Organ- oder Muskelteile verkaufen, Batterien kaufen, Eisblöcke kaufen in beliebiger Reihenfolge und beliebig oft. Und Saint Roch, die Kirche, entweder mit dem Wissenschaftler ein Humanity bekommen und eine der offenliegenden Karten nehmen oder mit dem Assistenten nur eine Karte nehmen. Last but not least, das Bribe and Bump Feld. Hier kann man eben einmal jemanden, ein Feld, das schon besetzt ist, mitnutzen, muss dann aber denjenigen ein Gold zahlen. Wenn man das selber ist, dann natürlich nicht. So, ich zoome mal wieder raus. Entschuldigung. So, wir haben noch ein paar Aktionsfelder hier auf dem Tableau. Sieht man das? Und zwar einmal ganz klar, Practice gibt eine Expertise, man kann frisches Blut sich von dem Wissenschaftler oder Assistenten holen, man kann ein Leichenteil reparieren oder man kann seine Batterien aufladen, je nachdem, wer das auflädt, ist erfolgreicher. So, das waren grundsätzlich erstmal die ganzen Aktionsfelder. Jetzt schauen wir uns mal so eine Karte an, und zwar repräsentativ hier. Jeweils eine Karte aus dem Friedhof, Krankenhaus und Morgue. Hier. Grundsätzlich, wenn man so eine Karte abhandelt, funktionieren die alle gleich. Etwaige Kosten findet man oben links. Also in diesem Fall kostet das ein Humanity, diese Karte abzuhandeln. Die anderen beiden haben keine Kosten. Und dann wird man immer vor die Auswahl gestellt, nimmt man sich eine Expertise. Oder, das ist das Symbol, nimmt man sich die entsprechenden Ressourcen. Das heißt, in dem Fall 3 Muskeln, 2 Organe, ein Blut und 3 Knochen. Knochen haben keine Haltbarkeit, alle anderen 3 Sachen haben Haltbarkeiten. Das heißt, hier eine 2er. Wir gucken uns mal den Jungen an, der vom Friedhof geholt wurde. Oh, der bringt nur 4 Knochen. Und hier, der ist ein bisschen frischer, der kommt aus dem Krankenhaus, der bringt Teile Level 1. Die legt man dann hier auf sein Tableau. Also sprich, wir hätten jetzt mal den abgehandelt. Hier gibt es ja 2 Muskeln, 4 Organe, 2 Blut und 2 Knochen. So. Und hier sieht man das jetzt schön, das kommt hier alles auf das Level 1 Feld. Am Ende einer Runde altern die Materialien, das heißt, die wandern hier rüber. Und Blut ist nicht so lange haltbar, wenn es von 2 auf 3 wandert, steht hier auch Discard Blood, dann muss man es abschmeißen. Alle anderen Materialien werden abgeschmissen, wenn sie von 4 auf 5 altern. Außer Knochen, die haben keine Haltbarkeit, hier steht auch immer drauf, wie viele man maximal lagern kann. In jedes dieser Felder maximal 15, Knochen 12. So,
Das sind im Prinzip die Leichenkarten, die Kadaverkarten, die werden alle ähnlich abgehandelt. Und wenn man welche abhandelt, zum Beispiel hier, man zieht ja drei Karten am Friedhof, kann man sich auch entscheiden, eine Karte nicht abzuhandeln, weil man zum Beispiel die Kosten nicht bezahlen möchte, die Humanity, die ja manchmal als Kosten dort verloren geht. Gucken wir uns hier nochmal die beiden Kartentypen an. Das sind ja die Aktionskarten, die man in der Akademie oder in Saint-Roch auf die Hand nimmt. Die kann man beliebig spielen, wann man möchte, und löst dann eben den Effekt aus, bekommt hier unten noch ein Benefit. Bei den Research-Karten ist es so, die Karten haben zwei Effekte. Einmal den hier diesen Teil, den man abhandeln kann. Oder man kann hier unten, wenn man in der Phase gleich ist, wo man seine Leichenteile wiederbelebt, kann man die Karte auch abwerfen, um einen Würfel zu rerollen. So, damit haben wir im Prinzip schon alles zu dieser Phase hier gesagt. Wie gesagt, man setzt seinen Worker hin und handelt das Feld ab. Haben wir alles jetzt soweit erklärt. Danach kommt die sogenannte Laborphase, die Lab Phase. Und da machen die Spieler simultan, also gleichzeitig, diese Abläufe. Ich würde empfehlen, im ersten Spiel vielleicht die erste oder zweite Runde mit, dass man das nacheinander macht, damit man so ein bisschen Gefühl hat, was man hier tut. Build a Monster Part, das heißt, jetzt nimmt man sich hier diese Übersicht und schaut zum Beispiel, wenn man jetzt ein Leck bauen möchte, muss man überhaupt erstmal 5 Expertise in einer Runde gesammelt haben. Expertise, wir erinnern uns, bekommt man ja, indem man die Karten hier nicht nutzt, um Ressourcen zu bekommen, sondern um sie abschmeißt, damit man Expertise bekommt. Außerdem kriegt man Expertise hier oder in seinem eigenen Labor. Gibt massenhaft Möglichkeiten, aber bevor man ein Monsterpart bauen möchte, braucht man überhaupt erstmal die Minimumanforderungen an Expertise. Ganz wichtig, wird oft vergessen, wenn man ein Monsterteil fertiggestellt hat, das steht hier oben, bekommt man auch immer eine Expertise. So, nehmen wir mal an, wir hätten jetzt 3 Expertise und wir möchten einen Arm basteln. Dafür braucht man 3 Muskeln, 2 Organe und 3 Knochen. Blöd, haben wir gerade nicht die richtigen Ressourcen bekommen, weil uns würde jetzt fehlen einmal Knochen und einmal Muskeln. Ich lege das aber jetzt mal hier so dahin. Wir haben das jetzt einfach mal so geholt. So, und legen das hier dazu. Also, wir bauen jetzt einen Arm mit 3-mal Muskeln, 2 Organen, 3 Knochen. Das geben wir alles ab und jetzt ist wichtig, wo das herkommt, also welche Stufe das ist. Bei dem Beginn eines Monsterteils ist es noch nicht ganz so wichtig. Wir schauen uns das mal an. So, da zählt nämlich Stufe 1 und 2 gleichermaßen. Das heißt, wir bekommen jetzt, wenn alles Material, was wir genommen haben, Knochen haben wir eh keine Stufe, aber wenn die Organe und die Muskeln beide Level 1 oder 2 waren, kriegen wir für diesen Arm 4 Punkte. War nur ein Teil davon, aus Stufe 3 oder 4 bekommen wir nur noch 2 Punkte und haben wir Tierteile benutzt, gibt es nochmal einen Punkt Abzug. Das heißt, im schlimmsten Fall kriegen wir für einen Arm, den wir mit 3 oder 5 Materialien und noch einen Tierteil benutzt haben, nur lächerlich einen Punkt. So, dann nehmen wir uns den Arm und legen den erstmal auf diese, ja, etwas hautlose Seite hier auf unser Tableau. Später im Spiel, man baut jetzt natürlich so nach und nach seine Teile zusammen, kann man die Sachen dann noch completen. Also wenn man einen Arm jetzt schon hat, wenn man sieht, das kostet aber schon 7 Expertise und jetzt wird Blut nämlich wichtig, dann kann man den Arm auf die ja mit Haut bezogene Seite umdrehen. Man sieht hier, da ist es tatsächlich entscheidend, nur Level 1 Materialien geben die meisten Punkte. Ab 2 gibt es schon weniger, auch hier Tierteile geben Minuspunkte. Und wenn das Teil am Ende am Leben ist, komme ich gleich zu, dann wird es am Ende nochmal zusätzliche Punkte. Das sind Monsterteile bauen. Man kann beliebig viele Monsterteile bauen, wenn man die nötigen Materialien hat, gar kein Problem.
Dann Throw the Switches. Wir können natürlich dann versuchen, das Monster zum Leben zu erwecken. Das können wir nur mit Teilen machen, die wir schon auf diese Hautseite überzogen haben. Dazu brauchen wir Batterien. Wir haben auf unserem Tableau 4 freie Felder für Batterien. Für jede Batterie, die wir entladen, würfeln wir 2 graue Würfel. Wenn wir die entsprechende Expertise hier auf unserem Tableau schon erreicht haben, also hier ab 14, wird einer dieser Würfel durch einen blauen Würfel ersetzt. Die sind ein bisschen besser. Dann würfelt man. So, das ist ein gutes Beispiel. Für jeden Blitz, den man gewürfelt hat, das sind Schadensmarker. Man hat zu viel Strom durch die Leiche gejagt, muss man auf seine Leiche Schaden drauflegen, und zwar in Höhe der Blitzmarker. Wenn man jetzt nur einen Teil hat, wäre das ziemlich blöd und sehr risikoreich. Wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben hier aber schon 2 Teile. So. Jetzt müssten wir einen Blitz verteilen, also einen Schaden, den wir erwürfelt haben. Und wir haben aber auch ein Auge gewürfelt. Das ist das Symbol für am... das ist das Symbol für am Leben. So, dann nehmen wir uns diesen Marker. Können ihn, wie gesagt, nur auf einen Teil legen, was schon completed ist, also mit Haut überzogen. Dieses Teil lebt, bringt am Spielende Siegpunkte. Dieses Teil ist beschädigt, kommt da ein zweiter Schaden drauf, wird es abgeworfen, kommt ein zweiter Schaden auf ein Complete-Monster-Teil, muss man es wieder umdrehen. Das möchte man nicht. Und jetzt ist auch klar, wofür man diese Aktion hier braucht. Repair, nämlich 3 Schaden von seinem Monster runternehmen. Das kann man einmal pro Lab-Phase machen. Also einmal kann man Throw the Switches schmeißen. Dann kann man Material präservieren. Das ist relativ einfach. Und zwar alles, was einem hier noch rumfliegt an Material, zum Beispiel Stufe 4, würde ja am Ende der Runde abgeschmissen werden, kann man einfach hier unten hinschieben. Hat man nur einen Platz von 9, und die kann man ja, die präservierten Materialien kann man nicht mehr nutzen, um Monsterteile zu bauen. Kann man aber auf dem Markt verkaufen für Geld. Und last but not least kommt die Reset-Phase. Es werden also alle Karten oben auf dem Board resettet, neu aufgedeckt, in die Auslage gelegt. Die Materialien werden schlechter. Man bekommt seine Miepel zurück und der Captain geht ein Feld nach vorne. Die nächste Runde beginnt. Ja, Leute, das sind die Regeln zu Abomination. Kurz und knapp und relativ ausführlich. Das war's. Kommen wir dann jetzt zum Fazit zu Abomination, The Hair of Frankenstein. Ja, also ihr habt es bei den Regeln gesehen. Im Kern ist Abomination ein klassischer Worker-Placer. Das heißt, man setzt seinen Meeple auf einen Ort, bekommt Ressourcen und versucht eben dann optimal die Ressourcen, die man bekommt, am Ende der Runde einzusetzen, um sich eben Leichenteile zu bauen und dadurch Siegpunkte zu generieren. So weit, so gut, so bekannt. Mechanisch, finde ich, hat Abomination aber auch noch 2, 3 Kniffe auf Lager, die es für mich auch auf dieser Ebene interessant machen. Zum einen wäre da das Playerboard zu nennen und die 3 Stats, die man unten hat, nämlich Expertise, Menschlichkeit und Reputation. Und diese 3 Stats, ihr habt es in dem Regelvideo gesehen, sind ja total ineinander verzahnt. Das heißt, wenn das eine sinkt, sinkt auch das andere. Wenn das eine steigt, steigt auch das andere und so weiter. Und dass man halt da im permanent im Spiel auch immer wieder dabei ist, das zu steigern oder auch zu verlieren. Zum Beispiel, wenn man eben Menschlichkeit opfert, dass ja dann andere dieser 3 Stats auch wieder runtergehen können, zumindest die Reputation. Ich finde das sehr clever verzahnt, diese 3 Stats da unten, die man halt eben versuchen möchte, während des Spiels eben zu steigern. Dann finde ich auch ganz nice, dass es diesen minimalen Glücksaspekt hat, wenn man eben versucht, seine Leiche wiederzubeleben, dass man dann eben diesen Würfelmechanismus hat, aber so, also so einen ganz kleinen Glück, ganz kleines Glückselement, das man natürlich auch durch Karten, die einen die Würfel neu würfeln lassen, auch natürlich wieder reduzieren kann. Aber nichtsdestotrotz ist es drin. Es ist nicht komplett vorne bis hinten einfach nur
sag ich mal, schematisch, dass man es durchrechnen kann, sondern das ist halt wirklich auch mit einem kleinen Glücksaspekt verbunden. Das finde ich persönlich immer ganz nice und ganz charmant, solange der nicht halt eben, ja, eine so große Bedeutung hat, dass jede Strategie hinfällig ist, weil eben dieser Glücksaspekt einem komplett in die Parade fahren kann. Das ist hier zum Glück nicht so. Und ich finde auch die Interaktion tatsächlich für einen Worker-Placer, für einen Eurogame, finde ich es tatsächlich sehr, sehr nice durch die Karten. Man hat ja diese zwei Orte, wo man halt Karten bekommen kann. Und diese Karten sind ja schon höchst interaktiv in Teilen. Nicht alle, aber ein Teil, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich klaue dir jetzt drei Ressourcen, ja, und wenn man damit relativ zum Ende des Zuges oder der Runde auch wartet, können das wirklich drei Ressourcen sein, die der Spieler wirklich braucht, um vernünftiges Leichenteil zu machen. Oder dass man einen Ort blockiert, dass man eben sagt, du darfst diese Runde nicht auf diesen Ort, oder dass man eben eine Counterkarte zieht, oder. Also da sind Karten drin, wo eigentlich schon für so ein Spiel genug Interaktion dabei ist und natürlich, dass man eben auch eine sehr begrenzte Anzahl an Feldern hat, nämlich dass jeder Ort eigentlich oder jede Aktion, ein Ort kann ja mehrere Aktionen haben, immer nur einmal verfügbar ist. Tatsächlich, egal in welcher Spieleranzahl, ob man zu zweit, dritt oder viert spielt, jede Aktion ist nur einmal verfügbar. Dann hat man natürlich unten diese Bump and Bright-Funktion. Auch das finde ich clever skaliert, dass man eben zu zweit wirklich nur ein einziges Mal diese Aktion auslösen kann. Aber selbst im Spiel zu viert kann man nur dreimal dieses Bump and Bright auslösen. Auch das finde ich eigentlich relativ clever gelöst. Und sorgt eben auch dafür, dass man sich dann und wann wirklich mal in die Parade fahren kann, weil es wirklich diese einzelnen Aktionen nur einmal gibt. Und da muss man eben nach einer Alternative schauen. Und insgesamt finde ich das halt mechanisch schon ziemlich rund. Man hat diesen Worker-Placer-Aspekt, dann hat man diese simultanen Leichen zusammenbasteln, man hat diese drei Räder unten auf seinem Tableau, man hat diesen Würfel-Aspekt, diesen leichten Glück-Aspekt. Und das finde ich mechanisch tatsächlich auch wirklich sehr, sehr rund, sehr, sehr gelungen. Mit Sicherheit nicht das mega innovativste Spiel, was jetzt mit Mechaniken daherkommt, die man noch nirgendwo gesehen hat, aber es passt einfach so wunderbar. Und es ist dann jetzt auch nicht irgendwie künstlich noch aufgebläht. Dann hat man das Event Deck. Und das finde ich halt auch spielerisch sensationell gut, weil es eben da wirklich für die nötige Abwechslung sorgt. Man hat ganz viele Eventkarten, ganz viele Encounterkarten und da kommen ja am Anfang eben nur 12 Karten rein. Das heißt, man hat wirklich genug Abwechslung und jede Karte ist ja auch noch doppelseitig bedruckt. Das heißt, wenn man die Karte zieht, habt ihr auch in der Regelteil gesehen, entweder für eine frühe oder späte Phase des Spiels tritt dann eben nochmal ein anderer Effekt an. Da passieren wirklich die lustigsten Sachen, dass Frankensteins Monster auf einmal bei dir vorbeischaut, das steht immer drauf auf den Karten, wer gerade das Ziel ist, und dann kommt Frankensteins Monster vorbei und sagt: Na, hör mal, wie sieht's denn bei dir aus? Wie viele Monsterteile hast du denn schon und lebt davon schon einiges und so weiter? Bist du weit genug voran oder hängst du in deinem Progress zurück? Und dann gibt es eben eine Belohnung oder eine Strafe. Und manchmal oder häufig ist auch das Board dann dort mit einbezogen, dass aber bestimmte Orte für eine Runde nicht mehr zugänglich sind. Da muss man seine Strategie vielleicht ein Stück weit überdenken und es kommt noch mal mehr zum Handgemenge, also im übertragenen Sinne Handgemenge der Worker um die Ressourcen. Das finde ich tatsächlich alles insgesamt auf spielerischer Ebene, spielmechanischer Ebene äußerst gelungen. Da habe ich wirklich überhaupt nichts zu meckern. Jetzt gibt es ja den kleinen Kritikpunkt an dem Spiel, den ich schon oft gehört habe, die sagen, das Spiel ist zu lang. Das kann ich jetzt in meinen Runden tatsächlich überhaupt nicht unterschreiben. Ich habe tatsächlich aber auch bisher nur zu zweit und zu dritt gespielt. Die häufigsten Partien tatsächlich auch zu zweit. Und das funktioniert super als Zwei-Personen-Spiel, muss ich tatsächlich sagen. Also es ist genügend Interaktion da. Wie gesagt, man hat diese Limitierung in der Bump and Bright-Aktion. Das heißt, uns gefällt es zu zweit wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es einmal zu dritt gespielt. Auch da hat es wunderbar funktioniert. Und natürlich ist dann die Spielzeit einen Tacken länger, wenn man es zu dritt spielt. Und ich kann mir vorstellen, dieser Kritikpunkt, es wäre zu lang, stammt vielleicht hauptsächlich aus den Vier-Personen-Spielen. Ich würde es tatsächlich auch nicht zu viert spielen, weil auch ich glaube, da würde es zu lang werden. Katze, lässt du mal meine Kamera in Ruhe? Also das Wackeln, was ihr gerade gesehen habt, das ist meine Katze, die gerade mit dem Kabel gespielt hat.
Wo war ich? Ja, die Spielzeit. Also wie gesagt, zu viert würde ich es tatsächlich auch nicht spielen, weil, wie gesagt, kann mir vorstellen, dass es da eben zu lang ist. Aber ansonsten, man hat eben diese 12 Runden, die aber auch durch unterschiedliche Karten wieder reduziert werden. Auch da gibt es Aktionskarten, dass man den Captain, also den Roundtracker, vorsetzen kann. Und grundsätzlich endet das Spiel ja auch früher, wenn man eine vollständig lebendige Leiche zum Leben erweckt hat. Also auch da möglich, dass das Spiel halt kürzer geht. Aber auch über die volle Länge der 12 Runden finde ich es nicht zu lang. Diese 2 Stunden, die hier draufstehen, die sind schon in Ordnung. Wenn man drin ist, eine zweite, dritte, vierte Partie, dann ist man auch mit 90 Minuten locker dabei im Zwei-Personen-Spiel. Also von daher, hey, also uns war es nicht zu lang, weil man hat ja auch die ganze Zeit etwas zu tun. Die allergrößte Stärke von Abomination, warum ich es auch so hart feier, ist natürlich das Thema und die Umsetzung. Ich finde, man muss es Plaidhead Games hier ganz hoch anrechnen, dass sie die Eier in der Hose haben und gesagt haben, wir setzen dieses morbide Thema auch wirklich so um. Morbide, düster, erwachsen, brutal. Ja, man hätte das Ganze jetzt auch in irgend so ein Comic-Setting packen können, so weiß nicht, Monster Slaughter-mäßig, ja, dass man auch das mit Kindern spielen könnte. Ich finde, das hätte dem Spiel aber überhaupt nicht gut getan, weil so, dass man halt wirklich diesen morbiden Touch hat, man ist auf Friedhöfen unterwegs und sammelt da Leichen, Muskeln, Knochenteile und so weiter. Und die Artworks dabei, die Leichenkarten, die sehen wirklich sehr, 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 ja, morbide aus. Manche haben da keinen Unterkiefer mehr, die anderen haben eine durchgeschnittene Kehle und so weiter. Das ist schon echt sehr gelungen, gefällt mir ausgesprochen gut. Und das überträgt sich eben auch komplett in die Mechaniken. Das heißt, jedes Feld auf dem Board, was man dort an Ressourcen bekommt, kann man wirklich thematisch übertragen. Das heißt, wenn man in den Friedhof geht, kann man sich aus den Stapeln der Friedhofsleichen welche raussuchen, also nicht suchen, aber die ersten handelt man ab. Und da bekommt man halt wirklich nur Knochen oder vielleicht noch ein bisschen Muskeln, weil diese Leichen sind schon, ja, sehr, sehr verfallen, verrottet. In der Leichenhalle sind die schon ein bisschen frischer. Im Krankenhaus, wenn da gerade einer verstorben ist, natürlich auch. Aber am allerfrischesten ist es, wenn man in die dunklen Gassen geht und selber einen Mord begeht oder wirklich einen Auftragsmörder arrangiert. Und dann bekommt man wirklich ganz, ganz frisches Zeug. Geht man ins Schlachthaus, holt sich Tierteile und so weiter. Geht man eben in die Universität, hält einen Vortrag, steigt die Reputation und so weiter. Jedes einzelne Feld auf diesem Board ist thematisch so clever ausgedacht, dass das, was man dort als Benefit bekommt, wirklich thematisch einfach in dieses Spiel reinpasst. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Das haben sie wirklich klasse gemacht. Und dann macht es einfach auch nur Spaß, sich da so ein bisschen reinzufinden. Und also jetzt gehe ich auf den Friedhof, jetzt buddel ich nach Leichenteil, ich brauche noch Organe, Muskeln, Knochen. Ah, gehe ich vielleicht ins Schlachthaus, hole mir ein paar Tierteile. Dann kriege ich nicht so viele Punkte, aber ich will unbedingt dieses Teil jetzt noch fertig kriegen. Super. Also auch hier Entscheidungen gibt es an der Stelle auch mehr als genug. Und mir hat Abomination tatsächlich richtig, richtig, richtig gut gefallen. Es ist mit Tricerion mein liebstes Eurogame vom Thema her. Also ich finde Tricerion noch ein bisschen besser, aber Abomination kommt da schon sehr, sehr nah dran, eben dieses Worker-Placer wirklich in dieses Thema reinzupacken und man das wirklich spürt, dieses Thema, dass es nicht einfach nur aufgestülpt ist und man sich denkt, okay, was könnte man jetzt als nächstes für einen Worker Placer mit Thema machen. Ja, für mich also alle Daumen hoch für Abomination. Vielleicht noch letztlich zum Spielmaterial, denn da ist auch da tolle Illustration, schön morbide, diesen Highlights-Effekt auf dem Board, die so ein bisschen hochglanzmäßig sind. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Man hat die Cubes, man hat die Leichenteile schön illustriert, man hat die ganzen Karten und so weiter. Playerboards sind natürlich so ein Ding, ja, das sind diese ganz dünnen Teile, also sind minimal dicker als Terraforming Mars. Da hätte man natürlich ein bisschen noch was mit, weiß nicht, Double Layer machen können oder so, auch wo man die Leiche reinlegt. Aber das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich sage, da könnte man ein bisschen Kritik äußern. Die Würfel sind toll, Custom Dice und Spielerhilfe auch einleuchtend. Anleitung ist gut geschrieben, Flavortexte sind super, also viel Flavor ist dabei, ist auch direkt oben in der Spieleschachtel liegt so ein Brief,
den man dann erstmal durchlesen kann. Also wie gesagt, es steckt super, super viel Thema in Abomination und das gefällt mir eben riesig gut. Plus, dass es eben auf spielerischer Ebene einfach sich auch keine großen Schnitzer erlaubt und von daher auch noch einwandfrei spielbar ist. Für mich also eine absolute Empfehlung. Ich würde wahrscheinlich sogar eine 9 von 10 vergeben für Abomination. Gefällt mir richtig, richtig, richtig gut. Und ja, probiert es mal aus. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ja, schreibt mir doch in die Kommentare, ob ihr Abomination schon mal gespielt habt. Lasst mir natürlich auch einen Daumen und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen hier auf Castle Nerds Battle.